Ja, schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich darf Sie herzlich begrüßen zur 52. Ausgabe von Gedrucktes. Sie sehen mich hier erstmal allein, das wird sich aber gleich ändern. Unser Gast Uwe Carsten Haie hatte uns gesagt, er steht im Stau und ist in wenigen Minuten da. Nun dachte ich, sage ich Ihnen aber erstmal Bescheid, dass wir ihn erwarten, damit Sie nicht zu ungeduldig werden. Ja. Ich darf Sie herzlich begrüßen, wünsche Ihnen alles Gute zum neuen Jahr. Einige haben mich ja schon gesehen, aber natürlich nicht hier in diesem Rahmen. Ich freue mich besonders, dass zur Vorstellung dieses Buches, die Benjamins, auch Ursula Benjamin gekommen ist. Herzlich willkommen bei uns hier in der ersten Reihe. Und sie hat ja entscheidend auch dazu beigetragen, dass dieses Buch entstehen konnte. Und wird sicher nachher, oh jetzt gibt es gleich ein Foto, wird dann sicher nachher auch in der Diskussion etwas dazu sagen, wenn sie Lust hat natürlich nur. Das ist ja völlig klar. Wir haben uns hier getroffen, um über eine deutsche Familie, so ist der Untertitel des Buches, zu sprechen, die Benjamins. Und der Journalist, Autor, zeitweise sehr politiknah, Uwe Carsten Haie hat dieses Buch geschrieben und er wird uns dazu auch einiges erläutern, warum er es geschrieben hat, wie er dazu gekommen ist. Aber ich glaube, viele von Ihnen, von euch, kennen ja zumindest einige Mitglieder der Familie Benjamin, also Ursula ist hier, aber natürlich aus der Geschichte. Micha Benjamin haben sich ja viele auch persönlich noch gekannt als wortstarken Redner, auch auf Parteitagen, damals der PDS. Und natürlich ist für viele der Name Walter Benjamin der bekannteste und der prominenteste. Und aus meiner Sicht hat dieses Buch vor allen Dingen das große Verdienst, die anderen Schicksale der Familie Benjamin auch ein bisschen, ich darf das vielleicht mal so sagen, aufzuwerten, damit nicht alle im Schatten von Walter Benjamin stehen. Und es sind ja alles interessante und große Persönlichkeiten. Ich will aber gar nicht jetzt zu viel zu dem Buch schon sagen. Meine Hoffnung ist ja, dass Herr Haie in den nächsten Minuten hier eintrifft und dann hat er nicht gehört, was ich schon gesagt habe. Ich nutze einfach die Gelegenheit, um Sie, um euch ein bisschen einzustimmen auf unsere nächste Veranstaltung, die ja hier auch schon beworben ist. Das ist die, dann die 53. Veranstaltung mit Vera Friedländer. Sie hat verschiedene Bücher geschrieben und es geht um ihre Lebensgeschichte als Zwangsarbeiterin bei Salamander. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn, einige haben sich ja schon angemeldet, wenn sie auch kommen und sich an dieser Veranstaltung auch beteiligen. Ja, wir haben für dieses Jahr auch wieder ein größeres Programm uns überlegt, der ich habe das ja im vergangenen Jahr schon mal gesagt, der Parteivorstand muss ja auch immer ein kleines bisschen Geld zur Verfügung stellen, damit wir hier auch die Mittel haben, Michel uns unterstützen kann mit Livestream und Kamera, damit alle die Dinge, die wir eben hier miteinander bereden wollen, auch in der entsprechenden Umgebung von uns beredet werden können. Ja, da ich Ihnen aber jetzt, wird mir ein Zeichen gegeben? Okay, er ist gerade, hat gerade eingeparkt, dann soll ich sagen, schnaufen Sie einfach nochmal durch, wer noch einen Schluck Wein hat, kann noch einen Schluck Wein nehmen und dann muss ich jetzt nicht hier schon vorgreifen. Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, Uwe Carsten Haie. Jetzt fangen wir gleich an, ohne jede Vorbesprechung. Huch, ja, so ist das. Aber
da Sie ja selber auch mal politisch sehr nah dran waren und aktiv waren, wissen Sie ja, wie das ist. Ich weiß, wie es ist. Ich hoffe, es hat Sie nicht langweilig. Ja. Hier ist dann Ihr Mikro, das werden wir mal ein bisschen dann ausrichten. Der Kollege hilft dabei. Und ich wollte natürlich auch erstmal Sie ein bisschen vorstellen, das ist ja auch klar. Und Ursula Benjamin ist hier, erste Reihe, Sie haben sich schon... Ja, genau. Aber jetzt logischerweise muss ich nochmal auf einen anderen Teil Ihres Lebens zu sprechen kommen. Sie waren ja Redenschreiber auch für Willy Brandt, Regierungssprecher in der ersten Regierung Schröder, in der vor der Agenda 2010, sage ich jetzt schon mal, damit die Menschen hier zu Ihnen freundlich bleiben. Und das ist ja, glaube ich, wichtig. Was sagen Sie denn zu dem Entschluss, muss ich Sie jetzt einfach fragen, von Sigmar Gabriel jetzt zu sagen, ich trete nicht an, ich werde Außenminister, Martin Schulz soll es jetzt machen. Und ja, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das erfahren haben? Hat Sie das überrascht? Ja, es hat mich überrascht. Ich dachte, diesmal würde er wenigstens antreten. Aber das hat sich nicht eingestellt, aus welchen Gründen auch immer. Privat hat er, bin ich zu hören oder? Ja, einigermaßen? Okay, gut. Von daher, es hat mich überrascht, so sagen wir mal so. Und können Sie es verstehen oder nachvollziehen, sich einfühlen? Naja, wenn er ein bisschen die Kampfkraft von Gerhard Schröder hätte. dann würde ich sagen, er hätte es machen sollen, aber sagen wir mal so, ich glaube, dass es... für ihn die richtige Entscheidung ist, ob es die richtige Entscheidung für die SPD ist, was er jetzt vorschlägt, das lasse ich mal stehen, weiß ich jetzt nicht, will ich auch jetzt nicht zu sagen. Dafür ist mir das auch alles zu überraschend gekommen. Und die Art und Weise, wie es zustande und herausgekommen ist, kam noch dazu, also im Stern ein Interview zu geben und noch bevor die Fraktion informiert war, das öffentlich gehabt zu haben, das alles, muss ich ehrlich sagen, finde ich ziemlich stillos und der Sache nicht angemessen. Ja, aber wie gesagt, wir reden ja heute nicht über... Ich bitte darum, ja. Ja, über Sigmar Gabriel oder Gerhard Schröder oder wie auch immer, sondern im Mittelpunkt steht ja das Buch Die Benjamins. Ich hatte schon einige wenige Worte dazu gesagt, aber vielleicht noch ein paar Worte zu Ihnen. Sie haben im Jahr 2000 mit Paul Spiegel zusammen, der damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden war, die Initiative Gesicht zeigen gegründet. Ja. Gesicht zeigen gegen Rassismus, Antisemitismus für ein tolerantes Deutschland. Können Sie uns vielleicht ein bisschen etwas über die Initiative erzählen? Ist die aktueller denn je? Was macht die Initiative? Wie kann man da mitwirken? Also Sie können Mitglied werden, das ist kein Problem. Ja, okay. Zahlen das natürlich, weil wir unsere Projekte natürlich auch finanzieren müssen. Ich will mal an einem Projekt das deutlich machen. Wir machen in den S-Bahn-Bögen am Bellevue, haben wir in langen Verhandlungen mit der Bundesbahn, der gehört das, 6 oder 7 dieser Bögen gekriegt und haben 7 Themenräume daraus gemacht. Und eine interaktive Ausstellung für Schülerinnen und Schüler und Heranwachsende und junge Leute. Und den machen den Versuch, aus unserer eigenen Geschichte deutlich zu machen, gibt es eine Brücke zu dem, was wir heute erleben oder erleiden, je nachdem, von wo man gerade kommt. Wir haben also dort einen Raum, wo im Jahre 38 etwa Gleichaltrige wie die dort sind, Jungen und Mädchen aus der KPD, aus jüdischen Kontexten oder so, die ihre Geschichte erzählen. Das ist das eine. Dann haben wir unterschiedliche Räume, die sich nicht nur mit der Historie, sondern auch mit der Gegenwart beschäftigen. Welche Art von Ausgrenzung geschieht heute? Wo gibt es da Erfahrungen? Welche Verletzungen entstehen auf diese Weise? Und sind wir und wann und auf welche Weise kann Deutschland endlich nicht nur Einwanderungsland, sondern auch Einwanderungsgesellschaft werden, in der diejenigen, die Hilfe brauchen und zu uns kommen,
willkommen sind und willkommen geheißen werden können. Und ich glaube, dass es notwendig ist, aus unserer eigenen Geschichte zu lernen und nicht so zu tun, als ob uns das alles nichts angeht. Das ist sozusagen die eine Ebene. Die andere Ebene ist, wir sind auch Einwanderungsland. Wir haben, ob wir das nun mögen oder nicht, ein Problem der älter werdenden Gesellschaft. Es werden zu wenig Kinder in die Welt gesetzt und wir brauchen Nachwuchs. Und also woher sollten wir ihn haben oder bekommen, wenn nicht auch durch Einwanderung? Und das sollte man aber voneinander trennen, wie ich finde. Dass wir ein Asylrecht haben, was davon übrig geblieben ist, das dazu da ist, Flüchtlingen und Menschen in Not, die unter politischer Unterdrückung weg müssen aus ihren Ländern, dass wir denen helfen, halte ich für so selbstverständlich, dass ich gar nicht drüber reden mag. Und das, was wir am Rande, rechten Rande zurzeit ja dazu erleben, ist ja eine Renaissance des Neonazismus in einer Intensität, wie ich ihn nie glaubte, dass wir ihn wieder erleben würden, muss ich mal sagen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren, nämlich im Jahre 2000, habe ich Gesichtszeichen gegründet, Sie hatten es erwähnt, mit Paul Spiegel, der leider sehr früh verstorben ist. Und er wollte damit, damals war ich noch Regierungssprecher und Staatssekretär und was man so dann so ist und eine relative Popularität hat. Ich wollte klar machen, anders als in der Weimarer Zeit, dieser Staat, demokratische Staat, steht an der Seite der demokratischen Bewegung in diesem Lande und nicht auf irgendwo oder auf einem neutralen Boden oder kann sich wegducken. Ich glaube, es ist notwendig, anders als in Weimar, wo zu wenige Demokraten, die das Vakuum nicht gefühlt haben, was in dieser damaligen Zeit der Fall war und wo die Nazis reingestoßen sind. Dieses darf nicht wieder passieren. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und wir tun unser Bestes, um da einen Beitrag zu leisten. Glücklicherweise ist das, was man sozusagen den zivilgesellschaftlichen Widerstand nennt, der ist größer, als man denkt, im Wesentlichen getragen von Frauen, was mich nicht wundert. Die Kerle sind alle, kann man fast alle in der Pfeife rauchen, aber nicht alle. Es gibt auch da ein paar, die Mut haben und sich in Bewegung setzen wollen. Aber ohne die vielen Frauen, die sich engagieren, wäre Gesicht zeigen nicht das geworden, was es ist. Ja, und wenn man sich jetzt so die Entwicklung anschaut, nötiger denn je, glaube ich, da werden wir uns sicher alle einig sein. In dem Buch über die Benjamins ist ja auch ganz eindrücklich geschrieben, wie wichtig es ist, dass Menschen, die in Not sind und verfolgt werden, Hilfe bekommen. Darauf können wir dann im Detail noch eingehen. Willy Brandt war auch Flüchtling und die westdeutsche Gesellschaft hat es ihm lange übel genommen. So ist es. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wie kamen Sie mit der Familie Benjamin zusammen? Ich darf vielleicht noch einen kurzen Satz vorher sagen. Als ich das Buch gelesen hatte und mich auch mit meinem Kollegen darüber ausgetauscht habe, waren wir beide der Meinung, dass ein Mitglied der Linken dieses Buch, glaube ich, nicht so mutig geschrieben hätte wie Sie. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Sicher. Jedenfalls habe ich Uschi Benjamins Vertrauen bekommen, dass ich das Buch machen konnte. Und habe, glaube ich, auch, es war mir wichtig, an einem Punkt, warum habe ich es geschrieben? Eigentlich wollte ich zuerst nur ein Buch über Hilde Benjamin schreiben. Und habe erst in der Recherche gelernt, dass sie in die Familie von Walter und Georg und Dora Benjamin gehört. Und dann war mir klar, das geht nicht, die kannst du da nicht rauslösen, sie ist so Teil der Familie und der dramatischen Geschichte dieser Familie, dass das in einen Zusammenhang gehört, Und vieles von dem, was sie geprägt hat, hat ja auch familiären Kontext und Hintergrund in der Nazizeit wie in dieser rassistischen Welt der Nazis mit einem Juden verheiratet zu sein und einen Mischling, Anführung, nämlich ihren Sohn Michael zur Welt zu bringen, das war nicht leicht. Sie war arisch ausgewiesen. Ganz erstaunlicherweise wurde sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern die Inderin gerufen, weil sie nämlich eine dunkle Hautfarbe und pechschwarze Haare hatte.
Das war also nicht gerade das, was sich die Nazis unter einem arischen Vollweib vorgestellt haben. Aber Sie sehen, wie absurd diese ganze Historie dieser Bewegung ist und immer war und auch weiter sein wird. Und wie ist es Ihnen gelungen, das Vertrauen von Ursula Benjamin zu erringen? Ich hab viele Gespräche mit ihr geführt und dann, glaube ich, war sie irgendwann von ihrem Sohn überzeugt worden, dass das so schlecht gar nicht sein kann. Ich versuche mein Bestes hier mit dem Mikro. Oder nehmen Sie es in die Hand, so wie ich, aber nachher zum Lesen ist es natürlich kompliziert dann. Ah, okay. Ja, ja. Geht es jetzt, ja, weil ich da hinten so, ja, okay. Mit ihrem Sohn Grisha. Der sagte, es ist besser, wenn das kein Linker macht. Denn das wird unterparteilich und ich weiß nicht, was alles abgehakt. Der macht doch einen guten Eindruck. Ich hatte dazu vorher schon ein paar Bücher geschrieben und ich war nicht völlig unbekannt auf der Szene und von daher hat sich das dann irgendwie ergeben und mit Uschi, das war es wuchs eine wunderbare Freundschaft. Sind Sie denn auch von Leuten angegriffen worden, weil Sie so positiv über Hilde Benjamin schreiben? Wie war denn da die Reaktion? Also ich habe mich bemüht, wahrhaftig zu sein. Ich wollte gar nicht positiv sein, sondern ich wollte ihr Leben in das hineinstellen, was sie geprägt hat. Und ich werde nachher aus einem Kapitel lesen, wo deutlich wird, welche Kraftanstrengung notwendig war. Ihr Mann war im Zuchthaus, anschließend im KZ in Mauthausen, ist dort umgebracht worden. Das alles zu ertragen und zu verkraften und gleichzeitig Angst um das eigene Kind zu haben, ich weiß nicht, wie man das durchstehen kann, wenn man nicht, wie soll ich sagen, voller Energie ist, sich dem nicht unterzuordnen, sondern den Mut zu haben, dagegen zu stehen. Und ich fand, das war ein so wichtiger Aspekt in ihrem Leben, dass vieles, was durch den Kalten Krieg eine Rolle gespielt hat, nach wie vor, wo sie in den westlichen Medien ja sozusagen als so eine Art Gott sei bei uns geschildert wurde, weil sie was denn getan hat, nämlich in der DDR, anders als in der Bundesrepublik, den Justizbereich von den braunen Gesellen zu befreien. Das war sozusagen das, was sie, wie ich fand, mit nicht vielleicht immer besonders schön, aber jedenfalls sehr nachdrücklich vollzogen hat. Und warum sie das getan hat, das ergibt sich aus ihrer Lebenssituation und ihrer Biografie. Sie haben gesagt, Sie haben erst, als Sie sich Hilde Benjamin genähert haben, gesehen, in welche Familie sie eingebettet ist. Aber die zentrale Figur in diesem Buch ist für Sie, die Ihnen, kann man sagen, am meisten ans Herz gewachsen ist, ist Hilde Benjamin oder haben Sie da Ihre Sympathien gleichmäßig verteilt? Also ich kann, ohne ihr zu schmeicheln, mir ist Uschi Benjamin ans Herz gewachsen. Okay, ja, dann haben wir das doch mal. Weil alle anderen habe ich ja sozusagen nur als, wir waren immer im Dialog mit Toten, mit Menschen, die schon verstorben waren. Und da war eben Uschi unendlich wichtig, weil sie den Nachlass sowohl von Hilde als auch von ihrem Sohn und von Walter in einem großen Karton sehr gut sortiert zur Verfügung hatte. Und natürlich ist es mir gelungen, dadurch sozusagen die Intimität dieser Briefe zu entdecken und gleichzeitig die Menschen dahinter. Das war eine wichtige Arbeit. Wie kriegt man es hin, Schicksale zu beschreiben von Menschen, die man persönlich gar nicht sehen konnte und gesehen hat? Michael Benjamin, der Gatte von Uschi, ist, glaube ich, im Jahr 2000 verstorben und auch da konnte ich nur über seine Briefe und das, was er an schriftlichen Zeugnissen hinterlassen hatte, sozusagen mir diesen Menschen vorstellen. Und natürlich habe ich mit ihrem Enkel
Grischa sehr intensiv gesprochen und von daher denke ich, dass das, was man ehrlicherweise mitteilen kann, habe ich auch ehrlicherweise, glaube ich, getan. So dass es eine Form ist, die sozusagen Menschen ihre Ehre auch wieder zurückgibt. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das hat mir nicht jeder, hat nicht jeden gefreut, das ist klar. Besonders im Tagesspiegel, ein besonders konservatives Blatt in Berlin, war eine sogenannte Kritik, wo ich nur gesagt habe, ach so, ja, dann lass sie einfach laufen, das ist, macht ja nichts. Und im Übrigen ist das mit guten Kritiken betreut worden. Dann würde ich sagen, nehmen Sie das Buch zur Hand und lesen uns das vor. Ja, okay. Ich versuche beides zu tun, nämlich zu lesen und in dieses Mikro zu springen. Ich hoffe, dass es mir gelingt. Ja, ich wollte eigentlich mit einem kurzen Einstieg so ein bisschen die drei vorstellen, die drei Geschwister, um die es da am Wesentlichen geht und das und warum und wann Hilde dazu gestoßen ist. Das erste Kapitel heißt Kindheit um 1900. Da stehen sie. Georg und sein großer Bruder Walter und auf flauschigem Fell sitzt Schwesterchen Dora. Mit ihnen schauen vier Cousinen in die Kamera. Vermutlich mussten sie längere Zeit hochkonzentriert warten, bis die Künstlerin Lilli Strauß das Foto unter dem Blitzlicht abgebrannten Magnesiums im Kasten hatte. Georg Benjamin steht links. Die rechte Hand liegt auf der geschwungenen Armlehne eines Chippendale-Stuhles, der um ein Vielfaches älter ist, als die Lebensjahre der Kinder zusammengezählt ergeben würden. Sie sind zwischen einem und 11 Jahren alt. Auf dem Stuhl wie zwei Püppchen, die Kleinen, rechts neben Walter die beiden größeren Cousinen, ganz vorn Dora, ein Foto aus dem Jahre 1906. Krieg und Nachkrieg werden das Leben der Kinder entscheidend prägen. Noch herrscht der Optimismus der Gründerjahre. Die Dynamik der Industrialisierung und erste Versuche in der Luftfahrt sind Aufmacher in den Zeitungen. Ob die Benjamin-Kinder im Mai 1906 auch, wie tausend andere Berliner Familien, nach Tegel aufbrachen, ist nicht überliefert. Sie hätten dort das erste halbstarre Luftschiff aufsteigen sehen können und das dringende Gefühl haben, eine Zeitenwende zu erleben. Im selben Jahr fand erstmals ein Radrennen rund um Berlin statt. Im gleichen Jahr dieses Foto mit den Kindern der beiden großbürgerlichen, assimilierten jüdischen Familien, das ein Miteinander zeigen soll und doch mehr ein Nebeneinander ausstrahlt. Walter Benjamin beschreibt in seiner Berliner Kindheit um 1900, deren Manuskript er noch als Emigrant in Paris immer wieder überarbeitete, sodass sie in unterschiedlich nicht immer übereinstimmenden Ausgaben vorhanden ist, so ziemlich genau das Gegenteil dessen, was dieses Foto und sein absichtsvolles Arrangement zeigen wollte. In kurzen Kapiteln sortiert er in der mir vorliegenden Ausgabe seine Kindheit, sprachlich immer mehr verdichtet und von allen Legenden befreit, ohne Schilderung gemeinsamer Streiche und Abenteuer, mit Freunden oder den Geschwistern, die Kindheitserinnerungen sonst mit einer gewissen Leichtigkeit begleiten. Die Geschwister, Cousinen, die Eltern und Großeltern haben, so das Zitat, zwar alle einen Buchauftritt, aber nur als Schattendiener der Dinge, nie als Menschen, wie ein englischer Kritiker über Benjamins Berliner Kindheit um 1900 bemerkte. Ganz fern nur schwebte die Mutter, einer Fee gleich durch seine frühen Jahre. Für ihn ist sie eine Schönheit, die ihm noch in der Rückschau den Atem nimmt. Selbst wenn er nur beschreibt, dass die Eltern einer Abendeinladung folgen, für die sie das Haus verlassen mussten, lässt er erkennen, wie sehr er sie bewundert hat. Er schreibt, an Abenden, da sie im Fortgehen war,
mich tröstete, wenn sie in Gestalt des Kopftuchs, das sie schon umgenommen hatte, mich berührte. Ich liebte es und darum ließ ich sie nicht gern gehen. Wenn dann von draußen mein Vater noch nach ihr rief, erfüllte bei ihrem Aufbruch mich nur noch der Stolz, so glänzend sie in die Gesellschaft zu entlassen. Und ohne es zu kennen, spürte ich in meinem Bett, kurz bevor ich einschlief, die Wahrheit eines kleinen Rätselwortes. Je später auf den Abend, desto schöner die Gäste. Wohlleben und Luxus sind für den kleinen Walter selbstverständlich und kommen ganz beiläufig daher. Dem Leser allerdings teilen sie sich unmittelbar mit, wenn Walter über die Vorbereitungen für eine Abendgesellschaft im Hause Benjamin mit gesetztem Essen schreibt, Zitat, und das war mit einem Griff geschehen, durch den der Esstisch sich auseinandertat und eine Platte in zwei Scharnieren aufgeklappt, den Raum zwischen zwei Hälften derart überbrückte, dass 30 Leute an ihr unterkamen. Walter half beim Decken mit Gerätschaften wie Hummergabeln oder Austernmesser. Er erzählt von grünen Römern, von kurzen, scharf geschliffenen Portweinkelchen, von filigran besäten Schalen für den Sekt und Näpfen für das Salz in Silberfässchen und den Pfropfen auf den Flaschen in Gestalt schwerer metallener Gnome oder Tiere. Endlich geschah es, sagt er und schreibt er, dass ich auf eines der vielen Gläser jedes Tischgedecks die Karte legen durfte, die dem Gast den Platz angab, der auf ihn wartete. Doch je näher der Abend kam und die Tafel ihren Glanz einzulösen hatte, den zu genießen allein den Gästen vorbehalten war, desto mehr umflorte sich jenes Leuchtende und Selige, das es mir mittags noch versprochen hatte. Und wenn dann meine Mutter trotzdem, sie im Hause blieb, nur flüchtig eintrat, um mir gute Nacht zu sagen, dann fühlte ich verdoppelt, welches Geschenk sie sonst mir um die Zeit aufs Deckbett legte. Das Wissen um die Stunden, die für sie der Tag noch hatte und dass ich getrost wie einst die Puppe in den Schlummer mitnahm. Die Geschwister waren offenbar selten mit den Eltern zusammen. Ihr Ersatz war das Kindermädchen, später die Gouvernante. Kein Wunder, dass Walter selbst die flüchtige Nähe der Mutter abends am Bett wie ein seltenes Geschenk empfand. Ein kurzes Streicheln über das Haar oder ein schneller auf die Wange gehauchter Kuss, er genoss es wie eine Auszeichnung, zugleich verbunden mit ungestellter Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Zuwendung. So gewann der als sehr in sich gekehrt beschriebene Junge vor allem die Dingwelt um sich herum fantasievolles Leben ab, in dem die Mutter manchmal schemenhaft erscheint. Ein Freund beschreibt ihn als versponnen, einsam, als ein äußerst egozentrisches Kind. Seine Tiefe sehr oft die Tiefe eines engen, lichtlosen Schachtes, der mit der Umwelt nicht kommuniziert. Dass ihm in dem Buch die Eltern kaum in den Sinn kommen, auch nicht die Geschwister, mag damit zusammenhängen, dass er das Manuskript erst in der Emigration in Paris abschließt, in der Phase seines kurzen Lebens, in der er sich unendlich verloren und materiell eingeschränkt fühlte. Das könnte unterschwellig dazu beigetragen haben, sich an Kindheitsbilder zu klammern, in denen Milch und Honig fließen und eine sorgenfreie materielle Sicherheit herrschte. Es ist das Leben im reichen Westen Berlins, das ihm Kindheit war. Zitat, in dies Quartier Besitzender blieb ich geschlossen, ohne um ein anderes zu wissen. Die Armen, für die reichen Kinder meines Alters, gab es sie nur als Bettler. Bestenfalls, so sinniert sein Biograf Werner Fult, gab es sie für ihn
in der Vorweihnachtszeit, wenn den Handwerkern und Heimarbeitern erlaubt wurde, die Weihnachtsmärkte der Villenviertel mit dem selbstgebastelten Spielzeug, den Rauschgoldengeln und bronzierten Nüssen zu bestücken. Da hätte das Kind dunkel ahnen können, dass es noch eine andere Welt als die seiner Klasse gab. Hier beginnt die Erfahrungswelt der drei Geschwister sich zu unterscheiden. Walter erlebte noch die ungebrochene Welt des jüdischen Berliner Großbürgertums, das im 18. Jahrhundert durch die Salons und im 19. Jahrhundert durch die rasante Industrialisierung in eine Aufstiegsgesellschaft führen, deren Liberalität und intellektuelle Prägung auch jüdisch bestimmt war. Die war für Georg und Dora kaum noch zu spüren. Eine Berliner Gesellschaft, getragen von kultureller Kreativität, wie dynamisch brutalem Erwerbssinn, wie es in Klaus Siebenhaas Berliner Gesellschaft heißt, die zusammengenommen eine Lebenskunst hervorbrachte, welche allmählich alles Enge und Provinzielle abstreifte, sodass Theodor Fontane beruhigt konstatierte, der Blick hat sich erweitert, er geht über die Welt. Die trügerische Sicherheit des Berliner Judentums, ihre Hoffnung, ihr Denken und Fühlen noch im Zeichen von Untergang und physischer Vernichtung beschwört Leon Feuchtwanger in seinem Roman Die Geschwister Oppermann. Die Brüder Martin, Edgar und Gustav stehen für Weltoffenheit, für Kultur, für sprühende Intellektualität und, wie Siebenhaas sieht, sie sind Leitfiguren des wirtschaftlichen und kulturellen Modernisierungszentrums Berlin. Feuchtwangers Roman in der Villa Aurora im amerikanischen Exil geschrieben, erinnert an den Glanz und den Esprit dieser, die Berliner Gesellschaft so nachhaltig prägende jüdische Großbürgerlichkeit. Die Tragik dieser Elite war, gerade auch im Bewusstsein der tiefen kulturellen Verwurzelung mit ihrem Deutschland, die Unfähigkeit, die Gefahr dessen rechtzeitig zu erkennen, was nach 1933 folgte. Emil und Pauline, die Eltern von Walter, Dora und Georg, blieb es erspart, den Zusammenbruch ihrer Welt und das kulturelle und zivilisatorische Desaster der Nazizeit zu erleben. Emil starb 1926 und Pauline folgte ihm 4 Jahre später. Das einzige Mal, dass Dora in den Kindheitserinnerungen Walter über den Weg läuft, lässt sich dem vorletzten Kapitel mit dem Titel Der Mond entnehmen, das von einem Traum erzählt. Wenn der Mond ihm als nächtlicher Besucher in sein Zimmer scheint, beschreibt er einen Moment, in dem der Erdtrabant zum Mythos des Unheils wird, das da heraufzieht. Ein Unheil, das auch Walter als Emigrant und Flüchtling ereilen wird und das er ahnungsvoll so beschreibt. Der Mond, der voll am Himmel gestanden hatte, war plötzlich immer schneller angewachsen. Näher und näher kommend riss er den Planeten auseinander. Und das Geländer des Balkons, auf dem die meinigen mich ein wenig starr umgaben, es zerfiel in Stücken und die Leiber, die ihn bevölkert hatten, bröckelten geschwind nach allen Seiten auseinander. Wo ist Dora? Hörte er seine Mutter rufen. Es war Dora, die eines Tages vermutlich um 1920 ihre Freundin Hilde Lange mitbrachte und sie der Familie im Grunewald vorstellte. Dabei werden sie auch hoffentlich öfter lachend über ihre Erfahrungen an der Universität erzählt haben, wie wo Studentinnen noch immer eine Ausnahme waren. Dora studierte Betriebswirtschaft und Hilde Jurisprudenz, eine Männerdomäne, in der durchzuhalten es Kraft und Stehvermögen kostete und brauchte. Dora und Hilde stützten und ermutigten einander, um der chauvinistischen Wirklichkeit an den Hochschulen und unter den Professoren dieser Zeit
da ist das immer nicht ganz vorbei, wie man weiß, zu trotzen. Ihre Freundschaft sollte buchstäblich ein Leben lang dauern. Nur während der NS-Zeit waren sie getrennt, da Dora in Paris und später in die Schweiz emigriert war. Aus Hilde Lange wurde Hilde Benjamin, sie und Georg hatten einander gefunden, geheiratet, eine Liebe auf den zweiten Blick. Jetzt wechsle ich auf das 8. Kapitel. Ich muss nur die Seite finden, was mir sicher gelingen wird. Und das ist übergeschrieben Vater und Sohn und handelt von Georg Benjamin, der in Brandenburg im Zuchthaus sitzt, verurteilt, weil er aus französischen und englischen Zeitungen Berichte und Kommentare über das Nazi-Deutschland übersetzt hat. Und dafür wurde er für 4 Jahre Zuchthaus oder 5 Jahre Zuchthaus verurteilt und er in das Zuchthaus Brandenburg verfrachtet. 177, bin sofort dabei. Achtes Kapitel, Vater und Sohn. Gut 30 Briefe erreichten Hilde Benjamin aus dem Zuchthaus Brandenburg. Sie enthalten zugleich wundersame und witzige Reime für den Sohn Mischa zu Geburts- oder Feiertagen. In jeder Zeile seiner Briefe ist mitzulesen, wie sehr Georg Benjamin versucht, die Ferne zu seinem Sohn in Nähe zu wandeln. Jedes Wort ist wie liebevolles Streicheln. Und immer ist erkennbar, wie sehr Georg im Zuchthaus zu Beginn seines 40. Lebensjahres versucht, mit diesem Albtraum umzugehen und möglichst keine Schwäche zu zeigen. Wie schwer wird es ihm gewesen sein, seinen Liebsten keinen Schutz gewähren zu können. Alles liegt in der Verantwortung von Hilde Benjamin. In manchen seiner Briefe ist schon die Anrede, liebe Frau, ein Signal für seine innere Verzweiflung, die er durch besonders sachliche Prosa überspielt. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass die politische Linke auffällig viele politisch selbstbewusste Frauen von Rosa Luxemburg bis Clara Zetkin in ihren Reihen hatte, ist der Machochismus doch nicht weniger ausgeprägt als bei der bürgerlichen Rechten. In der DDR gab es in den gut 40 Jahren ihrer Existenz 2 Ministerinnen. Nicht gerade eine überwältigende Zahl. Hilde Benjamin und Margot Haneke. Und trotz aller fortschrittlichen Gesetze, die Gleichberechtigung sicherten, war es auffällig, wie wenig Frauen am Ende in Führungspositionen gelangten. Georg zeigt in seinen Briefen und Äußerungen, wie wenig er dem männlichen Rollenbild seiner Epoche entspricht. Hilde Benjamin hat das immer wieder aufgerufen als seine Bereitschaft, zuzuhören, Argumente gelten zu lassen und neue Einsichten zu gewinnen. Ihr fiel es zu ist es zu danken, dass seine Briefe erhalten geblieben sind. Um Mischa ein Bild von seinem Vater zu geben, sobald er lesen konnte, übertrug sie Georgs Briefe, der noch Sütterlin schrieb, vollständig in Druckschrift, damit Mischa sie lesen konnte. Noch im Blick zurück bei der Vorbereitung seiner Biografie, die sie als Buch veröffentlichte, fand sie bewundernde Worte für seine, Zitat, innere Ausgeglichenheit und Ruhe, verbunden mit persönlichem Mut, die aus seinen Briefen sprechen. Zurückhaltend und karg im Ausdruck seiner Gefühle sei er gewesen und von tiefer Liebe und scheuer Zärtlichkeit erfüllt zu denen, die ihm nahestanden. Ähnliche Äußerungen sind von Freunden überliefert. Georg wird darin als ehrlich, offen, ausgeglichen beschrieben. Trotz seiner Begabung und seines großen Wissens sei er das Gegenteil eines Intellektuellen gewesen, sondern angetreten, die Verhältnisse zu ändern. Einfühlsam, rücksichtsvoll und bescheiden half er, wo er konnte, was ihm im Wedding den Ruf
des heiligen Georg einbrachte. Da es Durchschriften ihrer Briefe nicht gibt, konnte sie in ihrer Biografie keinen vollständigen Briefwechsel vorlegen. Hildes Briefe waren für Georg allerdings die einzige Verbindung zum Leben außerhalb der Gefängnismauern. Daher ihre minutiöse Beschreibung, die über jede Entwicklungsphase, jede Äußerung, jede Veränderung erzählt, die Mischa betreffen. Die Besuche und Briefe hatten für Georg Benjamin große Bedeutung, schreibt sie über ihren Mann. Hilde notiert, das Verhältnis Georg Benjamin zu seinem Sohn sei, in der Fülle seiner Liebe und Zärtlichkeit, nicht darzustellen. Mischa war bei der Verhaftung des Vaters 3 Jahre alt. Er hing sehr an ihm, da ja der Vater, damals arbeitslos, hatte Berufsverbot als Arzt, die Betreuung der Kinder im Heim der Genossin Edith Fürst übernommen hatte, ihn öfter sah als mich, schreibt Hilde. Er vermisst deshalb den Vater schon sehr bewusst. Auf meine Erklärung, dieser sei verreist, gab er nur zur Antwort, aber er kann doch mal telefonieren. Ich will ihn nur mal lachen hören. Die gleiche Sehnsucht hatte der Vater. Bei jedem Besuch musste Hilde ein Bild mitbringen von ihm. Sie waren im ständigen Gespräch über Mischa, auch über Erziehungsfragen. In einem seiner ersten Briefe schreibt Georg aus dem Zuchthaus über die offenbar von Hilde beklagte Rüpeligkeit Mischas im Kindergarten und wie ihr zu begegnen sei. Er hat nichts anderes im Sinn, als sich intensiv ferndiagnostisch mit dem kleinen, noch nicht 4-jährigen Mischa zu beschäftigen. Nichts war ihm vergleichbar wichtig und ebenso deutlich, wie sehr sich Georg in die kindliche Mentalität hineinversetzen konnte. Während ich den Brief lese, werde ich sofort an meinen Sohn erinnert, und daran, wie ihn mancher Raufbold im Kindergarten erschreckt hat. Da flogen im Sandkasten manches Mal die Fetzen und in Mischas Fall hatte seine Mutter mehr oder weniger deutlich gemacht, dass er wohl zu den Raufbolden gezählt werden müsse. Georg nahm einen Hinweis auf, der in Hilde Benjamins Brief eine Rolle gespielt hatte und riet, über Hauen und Raufen immer wieder mit den Kindern zu sprechen. Auch wenn er nicht ausschloss, dass Hauen, und sei es nur, dass Kinder ihre Puppe hauen, wohl auch ein Urtrieb sein könne und zu einer Zeit, da in den Kinderstuben und Schulen der Rohrstock tanzte und Prügel für Kinder an der Tagesordnung waren, war Georg überzeugt, dass man immer wieder gegen den Unfug angehen müsse, körperliche Gewalt als pädagogische Maßnahme oder auch als Affekthandlung, zumal gegenüber so kleinen Kindern, anzuwenden. Georg Benjamin hat bei Antritt seiner Haft im Zuchthaus Brandenburg 2 Wünsche an Hilde, deren Erfüllung er hofft, dass sie seine Lage erleichtern können. Bei Besuchen immer auch ein Foto von Mischa zum Ansehen und die Bitte, ein Tagebuch zu führen. Vorbild dafür waren Hildes Briefe an seine Schwester, ihre Freundin Dora, die wie Walter 1933 aus Deutschland emigriert war und die sie regelmäßig über ihr Leben in Berlin und Georgs Schicksal informiert. Sie notiert gewissenhaft alles, wie es sich Georg erhofft, und gibt es an ihn weiter. So weiß er wirklich viel über den Sohn, kennt jede Nuance seiner Entwicklung. Zu seinem 4. Geburtstag im Dezember 1936 reimt er anschauliche Verse für ein Bilderbuch, das den Titel »Wir gehen in den Zoo« trägt. Er habe fast nur Tiere genommen, die er bei seinen Haustieren, bei seinen Holztieren hat, schreibt er Hilde, und er meint damit natürlich die Holztiere von Mischa. Und hier gebe ich mal 2 Beispiele. Wir gehen in den Zoo. Hier gibt es was zu gaffen. Hier springen die Affen. Der schneidet Grimassen. Der will nach dir fassen, Zucker haschen.
Jetzt sind sie unten, jetzt oben, sie tanzen und toben und immer lustig und froh sind unsere Affen im Zoo. Schon im Untersuchungshaft schrieb Georg Verse für ein Bilderbuch und das Leben im Wald. Hilde hatte die Aufgabe, Zigarettenbilder auszuschneiden oder selbst zu zeichnen, den Text schön zu schreiben und einzubinden. Die Bücher, die so entstanden sind, sind leider nicht erhalten. Das sind Geschenke für den Sohn, die er in Überfülle zur Verfügung hat. Mischa, und das erzählt Hilde nicht ohne Stolz, ist ein kluges Kerlchen, das sehr früh mit 5 Jahren schon lesen kann. Und dazu dieser Brief vom Februar 1939 von seinem Vater an Mischa. Mein lieber Mischa-Meister. Bald kann ich schreiben, lieber Schuljunge, und dann kannst du mir bald auch mit Tinte schreiben. Über dein Weihnachtsbild habe ich mich sehr gefreut. Nur, dass du dich noch manchmal hinschmeißt, gefällt mir gar nicht. So große Jungen machen sowas nicht mehr. Nun wird es wohl auch bei dir vorbei sein. Machst du manchmal Reisen auf dem Globus? Dann fahre mal von Hamburg nach Shanghai in China, erst zu Schiff, durch welche Meere wohl und dann mit der Eisenbahn durch welche Länder. Und wie es wohl schneller gehen mag. Und zum Schluss wieder eine Rätselnuss. Der Vogel hat sie und die Uhr. Zum Schreiben nimmst sie auch nicht nur. Musst schnell zu deinem Spielzeug gehen, wirst an der Lokomotive sie sehen. Mit Gruß und Puschelkuss, dein Georg. Offenbar durch diesen Brief angeregt, entwickelt sich ein Reisespiel, das Besuch bei Georg heißt. Mischa spielt eine Doppelrolle, Georg und sich selbst. Per Schiff besucht der Sohn den Vater. Zu Weihnachten und zum Geburtstag am 27. Dezember 1938 hatte er einen Globus und ein Kinderbuch mit dem Titel Thomas schreibt aus Mexiko bekommen. All das steht im Tagebuch, um ja keine Minute mit Mischa zu vergessen, damit Georg seinem Sohn und sein Sohn ihm nahe sein kann. Hilde, im Indianerspiel Der weiße Freund, wird auf dieser Reise manches Mal an den Rand ihrer Fassung geraten sein. Wer kann so etwas aushalten, ohne von der Sehnsucht des Sohnes berührt zu sein? Wie schafft sie es, im Spiel ihre eigenen Sehnsüchte unter Kontrolle zu halten? Wie lebt es sich, wenn die Hoffnung zerrinnt, aus dem Tunnel herauszugelangen? Also durchhalten, weitermachen, seine Briefe lesen und spüren, dass der letzte Besuch wie in diesem nachklingt, Zitat, und dann die Fotos, die ich jetzt in aller Ruhe betrachtet habe, sie sind wirklich besonders hübsch. So, jetzt gehe ich weiter. Ah, auf 187, ich bin gleich dabei. Inzwischen ist der Krieg angebrochen, schreibt Hilde in ihrem Tagebuch. In den ersten Tagen war er, der Sohn, sehr beeindruckt, unruhig und aufgeregt, besonders weil ich bei dem ersten Alarm nicht zu Hause war. Nach einigen Tagen hat er sich wieder beruhigt, spontan seine Äußerung: Ich bin froh, dass Georg jetzt nicht hier ist. Er verfolgt das Vorrücken der Truppen, steckt Fähnchen ab. Bei dem Alarm in der Nacht war er sehr vernünftig, zog sich alleine an und betonte immer: Er habe keine Angst. In der Schule haben sie Flieger geknetet. Seine wäre der Beste gewesen. Er hätte ihnen allen Kindern zeigen dürfen. Er machte dann zu Hause nochmal ein und ich war erstaunt über die Korrektheit seiner Beobachtung. Als sich zum ersten Mal im Herbst 1941 die Alarme häuften, zeigte sich eine Reihe nervöser Störungen bei ihm. Keine Angst, die wir dann durch ein zeitiges Schlafengehen mit Mittagsschlaf und möglichst geregelten, ruhigen Tagesablauf überwanden, schreibt sie an ihren Mann.
Der Ratschlag, den Georg seiner Frau bei ihrem nächsten Besuch ergibt sich aus Georgs letzter Post an Hilde und Mischa aus Brandenburg. Beide hatten das Wenn und Aber immer wieder schriftlich und mündlich erörtert und sich dann auf das Wann und Wie verständigt. Hilde erzählt Mischa im Dezember 1941 die Wahrheit über das Schicksal seines Vaters. Und Georg schreibt an Mischa: Ich freue mich sehr, dass Hilde dir jetzt alles über mich erzählen konnte, weil du nun groß und verständig genug bist, um vieles zu begreifen, was man dir bisher nicht sagen konnte. Über deine Briefe freue ich mich natürlich jedes Mal sehr. Nachdenken über Georg, sein liberales pädagogisches Verständnis, seine liebevollen Briefe an den Sohn, seine Reime, Rätsel und Schachaufgaben, all das verrät viel über seinen Großmut, seine Nachdenklichkeit und undogmatische Haltung. Immer wieder wird von Freunden seine Geduld und Toleranz betont. Dass er als Schularzt ganz in diese Aufgabe aufging und wie sehr ihn daher Ungerechtigkeit schmerzte. Soziale Benachteiligung nicht minder. Das alles begründete seine linke politische Position. Aus jeder Zeile spricht seine Klugheit, die Hilde ebenso schätzt wie seine emotionale Intelligenz und Menschenliebe. Und das, obwohl er in den Gefängnissen Nazi-Deutschlands die ganze Niedertracht erleidet, zu der fehlgeleitete Menschen fähig sind oder veranlasst werden. Hilde Benjamin bekommt Post aus Mauthausen und erhält die Sterbeurkunde Georgs. Darin zu lesen die Eintragung des Standesamtes Römisch 2, Nummer Arabisch 5348-1942, Zitat: Der Arzt Israel Georg Benjamin, glaubenslos, früher Mosaisch, wohnhaft in Berlin, Pankow, Binzstraße 50, ist am 26. August 1942 um 1.30 Uhr in Mauthausen verstorben. Der Verstorbene war geboren am 10. September 1895 in Berlin, Vater Emil Benjamin verstorben, Mutter Pauline, geborene Schönfließ, verstorben. Der Verstorbene war verheiratet mit Hilde, geborene Lange, wohnhaft in Berlin, Steglitz, Dünterstraße 7, Mauthausen, den 23. November 1942. Hilde notiert die Reaktion von Mischa auf diese Nachricht. Ganz leise, kaum hörbar, nimmt sie die Worte wahr: Das habe ich immer erwartet. Kapitel 11, Mutter und Sohn. Diesmal geht es um eine andere Mutter. Die Feder in Tinte getaucht, kratzte über das Briefpapier. Es war der 14. April 1960. Das Datum steht oben rechts auf dem Briefbogen, drei Finger breit vom Rand entfernt. Ein liebevoller Brief über zwei Seiten. Mein sehr liebes Kind, liebe Mutter Usch, das ist sie. Hilde Benjamin schrieb ihrer Schwiegertochter Ursula, die gerade entbunden hatte. Georg, Grischa gerufen, war auf der Welt. In ihrem Brief schwang die Erinnerung mit an die eigenen Schwangerschaften, an die zwei Geburten im Abstand von etwas mehr als einem Jahr. Nur der Zweitgeborene, Michael, Mischa, blieb ihr. Peter lebte nur zwei Wochen. Mit dem Gedanken an den Enkel und seine Mutter, so lese ich den Brief mehr als 50 Jahre später, durchlebte Hilde Benjamin noch einmal ihre eigenen Empfindungen im Wochenbett. Trauer um den ersten, Glück über den zweiten Sohn. In dem halbhohen Schrank, der Hilde Benjamins Nachlass enthält, den Ursula Benjamin über viele Jahre hütet und pflegt, finden sich auch diese Zeilen, die viel über die Absenderin erzählen. Ursula Benjamin schiebt mir diesen und einen weiteren Brief ihrer Schwiegermutter über den Tisch, beide durch eine Klarsichthülle geschützt.
Es ist eine scheue, ganz unaufdringliche Geste. Gerade hatten wir über Bautzen und dieses verschwundene, andere Deutschland gesprochen und ich spürte aus den Worten, in die sie ein paar kritische Bemerkungen zu meinem Bild über Bautzen verpackt, dass es ihr schwerfällt, meine Beschreibung mit ihrer Erinnerung an die DDR und noch mehr mit ihrem Bild von Hilde Benjamin, dass sie eher mit diesen Briefen verbindet, in Einklang zu bringen. Offenkundig, das entnehme ich einer Bemerkung, hatte sie ein langes, wohl auch streitiges Telefongespräch darüber mit ihrem Sohn Grisha, dessen Geburt 1960 der Anlass für Hildes Glückwunsch war. Ich scheue mich, nachzufragen. Sie wendet sich wieder den Notizen zu, die sie sich zu meinen Textpassagen über Bautzen gemacht hatte, und so bleibt es bei dieser Andeutung über das Telefongespräch. Ich nehme es als ihren Wunsch, noch genauer auf alle Aspekte zu achten, die mit Hilde Benjamin zu tun haben. Diese Briefe haben jedenfalls Bedeutung für den, der ihr Bild zeichnen will. Als ich sie gelesen habe, wird sie für mich lebendig, wie sie damals über diesen Brief nachdachte. Es sind Sätze wie, vielleicht freust du dich doch ein wenig mehr noch, dass es ein Junge ist, um dann fortzufahren. Ich glaube, das ist bei uns Frauen so, weil ein Junge als erstes Kind uns nochmal den geliebten Mann verkörpert. Sätze, die auf ihr Leben weisen und auf die auch durch die Lebensumstände noch verstärkte innige Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Sie wünschte der Schwiegertochter die gleichen Glücksgefühle, die sie im Wochenbett empfunden hatte. Es sind in meiner Erinnerung Tage eines großen, stillen Glückes, Tage, in denen das Kind noch uns ganz allein gehört und Tage, in denen wir nun die Fülle der Liebe zu unserem Kind, die in jenen 9 Monaten mit ihm gewachsen ist, erleben, schreibt sie. Wie sehr Misha ihren Lebensmittelpunkt ausmachte, lässt sich in unzähligen Briefen auf hunderten Seiten nachlesen. Sie beschreibt jede Nuance seines Lebens, sein Aufwachsen und jede Veränderung, damit der ferne Vater Georg davon wissen konnte. Schon mit der Geburt schien sie ahnungsvoll zu sein über das, was da kommen würde. Und damit war angelegt, was diese beiden Menschen, Mutter und Sohn, füreinander sein würden. Hilde war die Garantie für sein Überleben. Sie und ihr Arier-Nachweis als Schutzraum, in dem Misha möglichst angstfrei aufwachsen sollte. Und Georg, der in den Höllen der Nazi-Volksgenossen und ihrer Schlechter sein Leben verlor, er wird lebendig in den Zeugnissen seiner Briefe, die Hilde ebenfalls sammelte und aufbewahrt. In diesen Briefen steht, was Freunde über ihn sagten, was Hilde an ihm liebte, seine Toleranz und die Fähigkeit zuzuhören. Mischas Kindheit, Schule und Studienzeit verliefen anders als die der Kinder in den, Zitat, rassereinen, arischen, Zitat Ende, Familien nebenan. Erst als mir das symbiotische Verhältnis von Hilde und Sohn Misha klar war und ich mehr und mehr das Gefühl hatte, relativ sicher entziffern zu können, was mir die geschriebene Hinterlassenschaft aus dem Leben dieser beiden Benjamins erzählte, sah ich die vielen Anzeichen, die es belegen. Kein noch so geringer Anlass, der ihn nicht sofort dazu brachte, sich vor die Mutter zu stellen. Verzögerung und zunehmender Zorn stellten sich bei ihm ein, wenn er über die zu Klischees erstarrten Wiederholungen las und erwies die Konstruktion der Westmedien und die Sprachbilder nachdrücklich zurück, die vornehmlich aus dem Arsenal des Kalten Krieges stammten, aus denen, Zitat, die kalte Machtfrau, wie eine Biografie von ihr heißt, gefügt wurde. Es gibt 2 Biografien über Hilde Benjamin, die Michael Benjamin kaum gefallen haben können. Schon deshalb wollte er zurechtdrücken, was da in den ersten Jahren nach 1945 und im aufkeimenden Kalten Krieg an Urteilen und Vorurteilen den Weg in Artikel oder zwischen 2 Buchdeckel gefunden hatte.
Glücklicherweise blieb es trotz dutzender Atombombentests über und unter der Erde, wenigstens in Europa, beim Krieg der Worte. Das Gleichgewicht des Schreckens tat seine Wirkung. Das atomare Pakt war Ausdruck der Angst auf beiden Seiten. Die in den Arsenalen gebunkerte Zerstörungskraft könnte reichen, der Menschen und dem blauen Planeten den Rest zu geben. Aber auch im Krieg der Worte blieben Menschen auf der Strecke. Und soweit es dabei in den Medien um Hilde Benjamin ging, wollte der erwachsene Sohn nicht zulassen, dass der Westen die Bildrechte über seine Mutter beanspruchte. Im März 1994 reagierte Misha Benjamin in einem Leserbrief an die Berliner Zeitung auf Stefan Heim und seinen Nachruf auf Walter Janka. Darin erinnerte Heim auch an den Prozess gegen Janka wegen angeblicher Boykotthetze, einem schillernden Begriff in der politischen Strafjustiz der DDR und, Zitat, Verschwörung zum Sturz Walter Ulbrichts. Michael Benjamins Brief richtete sich gegen einen einzigen Halbsatz des Nachrufes, der sich auf seine Mutter bezog und ihre vermutete Rolle in diesem Prozess im Jahre 1956 gegen Walter Janka, den damaligen Verlagsleiter des Aufbauverlages, Wolfgang Harich, den Aufbau-Cheflektor und Gustav Just, Redaktionsleiter der Wochenzeitung Sonntag. Es ging nur darum, ob die Justizministerin Hilde Benjamin, wie Walter Janka glaubte, sich erinnern zu können, bei diesem Prozess als Zuhörerin permanent im Gerichtssaal anwesend gewesen sei. Und gerade weil er den Schriftsteller Heim sehr verehrte, nimmt Michael Benjamin dessen abfällige Bluthilde-Tonlage erschrocken wahr. Der Halbsatz lautete, mit ihm, Janka, so dachten die Melzheimer und Benjamins, Melzheimer war Präsident und Hilde Benjamin damals Vizepräsidentin des obersten Gerichts der DDR, ließe sich wohl ein Prozess aufziehen. In seinem Brief nahm er den von Heim verwendeten Plural die Benjamins auf. Zitat, die Benjamins, das sind mein Vater Georg, den die Nazis in Mauthausen umgebracht haben. Mein Onkel Walter Benjamin, dessen Schriften Sie gewiss kennen, der 1940 in Spanien, der Nacht vor seiner Auslieferung an die Nazis, seinem Leben ein Ende setzte. Dazu gehört die Cousine meines Vaters, die nach 1945 berühmt gewordene Dichterin Gertrud Schotzisner-Kolmar, die den Weg nach Auschwitz ging. Die Benjamins, das sind Generationen von Kaufleuten und Ärzten, Klein- und Großbürgern, Konservativen und Liberalen und Revolutionären, die seit 300 Jahren, wenn nicht länger, in Deutschland ansässig sind. Die großväterlichen Vorfahren waren Westjuden, die vor der Inquisition aus Spanien und Portugal geflohen waren und über die Niederlande kommt, schließlich im Rheinland und in Westfalen ansässig wurden. Weitläufige Verwandtschaftsbeziehungen bestanden zu den Familien von Heinrich Heine und Karl Marx. Von Seiten der Großmutter stammte die Familie Schönkis von Ostjuden ab, die vor den Pogromen des Mittelalters nach Österreich, Ungarn und Polen geflohen waren. Ein Vorfahr der Familie Schönkis, Simon Markus, könnte zu jenen aus Wien stammenden 50 jüdischen Familien gehört haben, denen der preußische große Kurfürst Friedrich Wilhelm mit dem Edikt vom 21. Mai 1671 den Zuzug in die Mark Brandenburg gestattete. Die Schönfließ Benjamin gehörten zum preußisch-jüdischen Uradel, wie Mischa Benjamin nicht ohne Selbstironie vermerkte. Nachfahren waren auch Gertrud Schotzisner, Cousine der Geschwister Benjamin, die unter dem Pseudonym Gertrud Kolmar posthum zu spätem Ruhm als Lyrikerin kam. Mischa Benjamin war ein Bewunderer ihrer Dichtkunst. Ihm ist klar, dass Heim dieses alles nicht gemeint hatte.
Und dass er mit diesem Plural nur auf eine zielte, auf Hilde, seine Mutter. Allerdings, erläutert er, ist ihr Handeln ohne jene anderen Benjamins und deren Schicksal nicht zu begreifen oder zu erklären. Für ihn sei diese Frau in allererster Linie seine Mutter, die ihn unter feindlichsten Verhältnissen, 12 Jahre Nazizeit, Krieg und Nachkrieg, Kommunisten und Rassenverfolgung, Bomben und Hunger, allein am Leben gehalten und großgezogen hat. Für ihn sei das Grund genug, sich jeder Einseitigkeit und Voreingenommenheit der Beurteilung ihres Lebens und Wirkens entgegenzustellen. Es gebe im Übrigen Zweifel an Jankas Erinnerung, aber selbst wenn er sich nicht täuschte, aus ihrer bloßen Anwesenheit auf ihre maßgebliche Rolle in seinem Prozess zu schließen, sei für ihn in keiner Weise beweiskräftig. Stefan Heim, dem ich in den 80er Jahren in Berlin mehrfach begegnet bin, selbst Jude, selbst verfolgt, wird dieser Brief nicht kalt gelassen haben. Ich erinnere seinen Blick aus freundlichen, klugen Augen, seine knatternde und knarrende Stimme mit diesem ganz leichten sächsischen Grundton, dazu der mächtige Schädel und das weiß immer ein wenig strubbelige Haar. Er, wie andere nach 1945, wollte die richtigen Lehren aus der Geschichte ziehen und endlich auf der richtigen Seite stehen. Sein schriftstellerischer Ruhm sicherte ihm das Privileg, auch ins westliche und kapitalistische Ausland zu reisen. Sein Sehnsuchtsbild aber war eine DDR, die erfüllen sollte, was ihm in der Emigration als Vision einer besseren, einer sozialistischen Welt vorschwebte. Es trieb ihn immer wieder in das Land zurück. Mit Mischas Brief in der Hand hat er vielleicht darüber nachgedacht, wie schnell man dabei ist, ein bestimmtes Bild von Menschen ungeprüft zu übernehmen, ohne wirkliche Kenntnis ihrer Lebensverhältnisse. Der Janka-Prozess selbst war für die innere Entwicklung der DDR fatal. Der Nachruf zu seinem Tod 1994 erinnert daran, dass er und seine Mitangeklagten Harich, Just und andere als konterrevolutionäre Verschwörer zu Zuchthaus zwischen 5 und 10 Jahren verurteilt worden waren. Ich traf Gustav Just im Sommer 2011 kurz vor seinem 90. Lebensjahr. In seinem umgebauten alten Bauernhaus an der Dorfstraße in Prenden bei Berlin. Ich lernte auch seine Frau kennen, die etwas jünger und anders als er ohne jede sichtbare körperliche Schwäche war. Er selbst konnte sich nur auf einen Rollator gestützt bewegen, aber er war geistig ungebrochen. Beiden war der Prozess und seine Umstände noch präsent. Auch er glaubte, sich zu erinnern, Zitat, Frau Benjamin, wie einen bedrohlichen Schatten wenigstens einmal unter den Zuschauern gesehen zu haben. Ihre Erinnerung auch an den Prozess und seine Umstände haben die beiden veröffentlicht. Sie sprachen darüber und über die Haftjahre in Bautzen. Ein halbes Jahr nach unserem Treffen starb Gustav Just. Im Sonntag hatte er über die Theoriedebatten in Polen und Ungarn berichtet. Noch in der Erinnerung daran war ihm die Enttäuschung über eine SED-Führung anzumerken, den Diskussionskreis, der ihn ins Zuchthaus bringen sollte und an dem der damalige Kulturminister Johannes R. Becher Anteil hatte, als Konterrevolutionär zu denunzieren. Gerade nach den Enthüllungen über den stalinistischen Terror auf dem 20. Parteitag der KPdSU hatten sie auf größere innere Liberalität auch in der DDR gehofft und wurden als Konterrevolutionäre eingekerkert. Die Hoffnung starb mit der Niederschlagung des ungarischen Reformkommunismus und des Aufstandes von 1956. Er brachte in der Sowjetunion das Ende des kurzen Frühlings nach dem Tod des Diktators und stärkte die Stalinisten auch in der DDR. Jedenfalls war es nicht der Prozess von Hilde Benjamin. Michael konzidiert in dem Brief an Stefan Heim, dass sie als Justizministerin der DDR bis 1967
Zitat, maßgeblich und verantwortlich teilhatte an dem Auf und Ab, den Fehlschlägen, Fehlentwicklungen, Irrungen der Justiz der DDR, wie auch ihren Errungenschaften. Zitat Ende. Dass Rechtssetzung und Rechtsanwendung Politik sind, war für Hilde Benjamin auch aus dem Blickwinkel ihres Sohnes eine Erfahrung, die sie in der Weimarer Republik, im Nazistaat und in der Bundesrepublik immer wieder machte. Für sie festigte das nur die Überzeugung, dass allein die DDR gegen die Restauration in Westdeutschland stand. In einer Passage spricht dann ganz bewusst nur Hildes Sohn zu Stefan Halm, wenn er schreibt: Viele haben meine Mutter gehasst. Nicht minder wurde sie von anderen geachtet und verehrt. Die letzten Worte über ihr Wirken hat nach meiner Überzeugung die Geschichte noch nicht gesprochen. Eines aber weiß ich besser als alle Akten, die ich nicht kenne und die noch nicht gefunden war, die auch noch gefunden werden mögen. Eigennutz lag ihr ebenso fern wie berechnender Zynismus. Was auch immer sie getan hat, hat sie aus der tiefen Überzeugung getan, der Sache zu dienen, der sie ihr Leben gewidmet hatte. Die Errichtung einer besseren sozialistischen Gesellschaft. Michael macht im Übrigen deutlich, wie sehr er Halms Blick auf Janka teilt und wie groß daher seine Anteilnahme gewesen sei bei der Lektüre des Nachrufes in der Berliner Zeitung. Letzte kleine Passage. Wofür stehen die Benjamins? Die Benjamin-Brüder und ihre Schwester Dora. Sie wurden verfolgt, gedemütigt. Bitte um Nachsicht. Habe ich wieder verpasst. Okay. Ich hoffe, Sie konnten mir trotzdem ein bisschen folgen. Wofür stehen die Benjamins? Die Benjamin-Brüder und ihre Schwester Dora. Sie wurden verfolgt, gedemütigt und blieben standhaft. Wie Gertrud Kolmar, Cousine von Walter, Georg und Dora, die Lyrikerin, deren Kunst Michael Benjamin bewundert hat, in Auschwitz ermordet. Und Hilde, die alle überlebte, die junge Frau mit der dunklen Haut und dem pechschwarzen Haar, von den Mitschülern die Inderin gerufen, die arisch ausgewiesen ist, was ihrem Sohn Schutz gibt. In ihren Briefen und Kassibern ist von Hoffnung zu lesen, die sich fast nie erfüllt. Wie ihr Mann Georg ist sie Mitglied der kommunistischen, von Moskau gesteuerten Weltbewegung. Sie zeigt Zivilcourage, steht zu ihren jüdischen Verwandten und Freunden und kann dennoch nicht verhindern, dass sie nach und nach der Mordmaschine der Nazis ausgeliefert werden. Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende und der Überwindung der europäischen Teilung schien der Kapitalismus gesiegt zu haben. Diese von vielen übernommene Einschätzung ist gewiss brüchig geworden. Politikverdrossenheit und Demokratiemüdigkeit nehmen zu. Typische Kennzeichen dafür der Rechtsruck, der über die USA und die Tea Party bis nach Russland geht, wo ein ratloser Präsident den Freiheitswillen der jungen Generation brechen will. Und quer durch Europa geistert der Seuchenzug des Rechtsextremismus, zugleich der Rückfall in Nationalegoismen. Nicht weniger als das integrierte Europa steht dabei auf dem Spiel, Zeit innezuhalten. Der Kapitalismus in der Krise, mit dem Ende der bipolaren Welt war auch der rheinische, der demokratische Kapitalismus untergegangen, der die soziale Marktwirtschaft trug. Die Globalisierung hat ihn abgelöst und seitdem steigt die Zahl ihrer Opfer wie die Zahl der Finanzjongleure und Kriegsgewinnler in den Banken, die selbst auf den eigenen Untergang wetten, abschließen würden, wenn dadurch die Umsatzrendite auf 25% zu wuchten wäre. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Yeah.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit eingeplant, um zu diskutieren. Sie können sich gerne melden oder ihr könnt euch gerne melden. Ich stelle vielleicht erst mal noch eine Frage. In Ihrem Buch geht es ja auch um die westdeutsche Justiz und die Nachsicht gegenüber den Nazi-Kriegsverbrechern. Haben Sie endlich den Eindruck, dass sich das bis heute hält, dass gegenüber Neonazis sehr nachsichtig geurteilt wird? Mindestens kann man feststellen, dass... Wieder ins Mikro, bitte. Okay. Mhm. Mindestens kann man... Ich schaffe es heute noch, ich verspreche es. Mindestens kann man feststellen, dass über den von Deutschen getragenen Terror im Land so gut wie kein Wort fällt. Dass der imponierende Innenminister de Maizière immer nur dann in die Öffentlichkeit tritt, wenn er wieder mitteilen kann, dass irgendwo ein dann doch leider wieder entlassen werden muss, unser IS-Mensch verhaftet worden sei. Ich will das nicht kleinreden. Ich glaube, dass wir ein großes Problem haben mit dem Terror von außen, aber wir haben mindestens das gleiche Problem mit dem Terror von innen. Und der NSU-Prozess in München und die Jahre davor haben gezeigt, dass wir, und das ist nicht nur ein westdeutsches Problem, dass wir auch einen institutionellen Rassismus bei Polizeien und beim Verfassungsschutz und bei den Geheimdiensten haben und dass wir darauf achten müssen, dass die Ausbildung so angelegt wird, dass dieser institutionelle Rassismus aufhört. Das ist das, was ich dazu sehe. Und ich schreibe darüber jeden Tag und rede und bin am 31. dieses Monats beim DGB, der nun endlich auch eine Initiative gegen rechts gegründet wird und gebeten worden dazu, einen Vortrag zu halten zur Lage, wie ich sie sehe. Und Sie können sicher sein, dass das ein deutliches Wort sein wird. Ja, möchte jemand eine Frage stellen, eine Bemerkung machen oder was erzählen? Nee. Ja, bitteschön, Gisela. Eine Bemerkung möchte ich machen. Herr Uschi hat mir mal Scherenschnitte gezeigt, die in Sonnenburg entstanden sind. Und in Sonnenburg, wo Georg inhaftiert war. Und er war dort inhaftiert zusammen mit meinem Schuldirektor. Also ich bin außerhalb von Berlin zur Schule gegangen und mein Schuldirektor hieß Reinhold Busch. Er war so ein, na beim V, wie das heißt, FAU meine ich. Mhm. Ich komme jetzt nicht auf diesen Begriff, der dahinter steht. Ja, egal. Erzähl einfach weiter. Ja, also ich fand das bloß gut. Man kann auf diesen Scherenschnitten alle gut erkennen, die da inhaftiert waren. Und das ist so was Wunderbares. Man ist sich bloß wohl nicht einig, wer das gemacht hat, wer die gemacht hat. Ist es. So ist es. Ja. Das wollte ich gern sagen, weil das bezeichnet ist für diese kunstvolle Schrift, die Texte, die er schreibt, dass er auch hier Scherenschnitte machen kann. Ja? Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen oder Bemerkungen? Vielleicht gehe ich noch mal auf das Buch ein bisschen ein. Sie haben ja in dem Buch auch angesprochen, dass es in beiden deutschen Staaten Gesinnungsstrafrecht gab, Verbot der KPD. Und wenn man so zum Beispiel in Westdeutschland, wenn man jetzt die Geschichtsdiskussion sieht, dann hat man immer den Eindruck, die DDR wird immer sehr isoliert betrachtet. Müsste man nicht eigentlich über zwei ungleiche Zwillinge sprechen und schreiben? Nein, ich glaube, dass sowohl für die ehemalige DDR und die dort sozialisiert sind, als auch für die Bundesrepublik eine gemeinsame Geschichte da ist. Und die gemeinsame Geschichte heißt, wir müssen den Anfängen wehren. Und das geht nur gemeinsam, das kann ich nicht getrennt machen. Das ist das eine. Hinzu kommt, zu meiner eigenen Überraschung, und ich habe mir das erst nicht wirklich erklären können,
Rostock-Lichtenhagen waren Aufstände von in der DDR sozialisierten Rechten. Das heißt, auch in der DDR ist, glaube ich, der Fehler gemacht worden, den Faschismus im eigenen Land nur historisierend zu betrachten. So, als ob er eigentlich mit der Tatsache, dass es nun eine wie auch immer zustande gekommene SED-Führung im Lande gab, damit der Faschismus beendet war. Und dann auch noch die Mauer als sozusagen antifaschistische Grenze da zu betrachten, hinter der alle Nazis sind, davor aber ist kein einziger. Und im Übrigen, wenn mal einer da war, dann wurde es eher Rauditum genannt als irgendwas anderes. Diese Art von Verdrängung war Verdrängung aller DDR. Es gab eine unglaubliche Verdrängung in der Bundesrepublik. Da ist bis die 68er Revolte stattfand und endlich nachgefragt wurde, wo warst du und ihr und wo warst du, Großvater, was hast du gemacht? Das war erst in den 68er, 70er bis in die 80er Jahre Debatte in der Bundesrepublik. Bis dahin waren sie alle da, wo sie immer schon gewesen sind. Die braunen Eliten waren alle wieder da, wo sie vorher waren. Und es hat einen mühsamen Prozess gegeben, das mindestens ein bisschen zu verändern. Es ist, glaube ich, da und dort gelungen, nicht überall, aber immerhin. Ich glaube, wir haben beide Seiten, dass die gemeinsame Aufgabe, dem die wieder innere Statur zu geben, und das geht nur dann, und das ist meine persönliche Überzeugung, wenn wir es hinkriegen, aus zwei sozialdemokratischen Parteien wieder eine zu machen, sodass die Chance, Mehrheiten zu bekommen, nicht dadurch vernichtet wird, dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt. Habe ich wieder zu leise gesprochen? Nein, ich glaube, die Botschaft ist sehr gut angekommen. Da gibt es ja gleich eine Wortmeldung zu. Ja, bitte, Helga. Dann lesen Sie das Buch, da wird es sehen. Ja, die meinen Holm, ja, der ist Stichwort. Ja, ist verrückt. Ja. Der Junge hat mit 18 Jahren, 3 Monate ja. Bei Felix Schuschinski gedient. Der wird verurteilt, als ob er ein Verbrecher war. Wir bezahlen aber in Deutschland an die SS-Rente. Da sage ich mal, da habe ich ein großes Problem. Da müsste doch irgendwann mal die SPD, die alte SPD, aufstehen und sagen, verdammt nochmal, was passiert denn hier? Hier passiert, wie gesagt, die Aufarbeitung der DDR. Wir decken uns auf, aber die BRD nicht. Und wenn Sie sagen, Rostock, in Ordnung, große Schweinerei, und das kann ich nicht verstehen bei unserer Erziehung, bei unserer Bildung in der DDR. Aber der Höcke ist ein Wessi, der kommt nach, und was macht der in Thüringen als Chef? Sachsen. AfD. Und er kommt aber aus dem Westen. Nur sage ich mal, das sind meine Probleme. Und wir sollten wirklich endlich mal dafür sorgen, dass die gesamte deutsche Vergangenheit aufgearbeitet wird. Und nicht nur die unserer DDR. Ja, Sie reißen bei mir große Türen auf, die sind aber alle schon auf. Ja. Sie haben recht, ja. Ich glaube, das ist notwendig. An der Stelle kann ich erwähnen, dass wir das Buch auch draußen zum Verkauf haben, in Paperback. Sie hatten es ja noch in Hardcover, also den Preis weiß ich jetzt gar nicht genau, 12,99, wenn ich es richtig sehe. Ich weiß nicht, wie viele Exemplare wir haben, aber da kann noch mal gerecht nachgelesen werden. Ja, bitteschön. Ich wollte ein Problem nennen, und zwar das, was Sie sagten, die Aufarbeitung mit der Geschichte. Ich muss sagen, ich bin entsetzt über das Urteil des Verfassungsgerichts zur NPD. Mhm. An die Begründung zu sagen, wir brauchen sie nicht zu verbieten, weil sie ja politisch unbedeutend ist. Wann muss denn so eine narzisstische Bewegung Bedeutung haben, wenn ich jetzt an die Äußerung von Höcke oder sonst was drücke, bis man da einschreitet? Ich finde das entsetzlich. Und das ist also eine Aufforderung sozusagen, naja, nun dürfen wir ja alle unsere Theorien verbreiten. Also geht nochmal, haben ja wahrscheinlich alle mitbekommen, Urteil des Bundesverfassungsgerichtes.
der Bundesrat, also die Versammlung der Bundesländer, hat ja die Klage eingereicht oder den Antrag gestellt, vielmehr beim Bundesverfassungsgericht, die NPD zu verbieten. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, sie ist verfassungsfeindlich, aber so unbedeutend, dass, wie Sie es gerade gesagt haben, ich fasse es nur noch mal zusammen, dass sie jetzt keine Gefährdung der Gesellschaft darstelle. Ja, was meinen Sie dazu? Ja, darf man überhaupt, vielleicht nochmal eine zwischengeschaltete Frage, das Bundesverfassungsgericht kritisieren? Darf man das? Ja, natürlich kann man das kritisieren. Ja. Ja, bitte Sie. Ja, meine Meinung auch, Problem, aber ich bin ja hier nur die Moderatorin. Wenn er das mit Respekt tut, ist das überhaupt kein Problem. Ja. Ja, na klar. Ich glaube schon, dass das ein Urteil ist, das einfach mindestens bedacht werden muss, dass zu Recht eine hohe Hürde, es gibt rechtliche Hürde, gibt, eine Partei zu verbieten. Und das darf man auch nicht kleinschreiben. Ich glaube, hinzu kommt ja noch etwas anderes. Es war nur der Bundesrat, der den Antrag gestellt hat. Es gibt aber drei verfassungsgemäße Antragsteller, nämlich der Bundestag und die Bundesregierung auch. Und die CDU hat das abgelehnt und damit war in der Großen Koalition eine entsprechende Haltung nicht durchsetzbar. Und das musste natürlich das Verfassungsgericht beachten. Eine von drei Antragstellern, die von der Verfassung her einen solchen Antrag hätten stellen können, hat sich darum bemüht. Das war sozusagen eine Ebene. Im Übrigen fand ich manche Passage in der Begründung auch sehr naiv. Ja. Zu sagen, also insgesamt sind die zu schwach, um sozusagen die demokratische Ordnung in diesem Lande und die verfassungsmäßige Ordnung zu gefährden. Dass diese Auffassung kann man sein, aber dann zu sagen, für den Fall, dass es dann doch, wie man ja weiß, seit Fall der Mauer haben wir 180 Tote in Deutschland durch rechtsextremistische Gewalttäter. Für den Fall also, dass wir irgendwie und auf irgendeine Weise dort kriminelle Aktionen aus diesem Bereich kommen, das ist dann Sache der Polizei. Da kann ich nur sagen, dass dieses war Sache der Polizei beim NSU über 5 Jahre. Und es war eine so grauenvolle, dilettantische und geradezu unerträgliche Missachtung der Wirklichkeit. Voll geladen mit Vorurteilen, die so groß waren, dass sie im Nebel ihre Vorurteile sich selber verloren haben. Mhm. Also von daher, das war ein naiver Hinweis, sehr naiver Hinweis. Und ich glaube, es ist unbedingt notwendig, dass in den institutionellen Bereichen nochmal sehr genau nachgeguckt wird, was brauchen wir und müssen wir tun, damit wenigstens so etwas wie eine politische Bildung zum selbstverständlichen, wie soll ich sagen, im Tornister der Ausbildung von Verfassungsschützern und was da hängt. Welche Verfassung schützt denn der Verfassungsschutz? Na. Ja. Dankeschön. Also, ich muss nicht deutlicher machen, dass es für mich geht es auch ohne den Verfassungsschutz. Aber das ist, glaube ich, nicht die Frage. Wenn wir ihn denn schon haben, dann sollte es wenigstens wirklich einer sein, dem die Verfassung wichtig ist und nicht, dass er auf dem rechten Auge blind ist. Dankeschön. Ja, bitte, da hinten noch eine Frage oder eine Bemerkung. Bitte, die Dame. Ja, bitteschön. Lieber Herr Heil, vor 3 Jahren habe ich das Buch bekommen, als es damals vorgestellt wurde. Und ich danke Ihnen heute noch für dieses Buch, was aktueller denn je ist. Dieses Buch sollte ein Lesebuch an allen Schulen werden. Es zeigt die deutsche Geschichte auf so anschauliche, überzeugende Art und Weise, wo ich mir sage, das wäre was für junge Leute, weil sie auch Bestätigung finden würden bei vielen ihrer Eltern,
ihrer Angehörigen und so. Deshalb, das Buch ist sehr, sehr wertvoll, gerade in dieser Zeit. Ich habe das im März 2014 damals bekommen und habe das mehr oder weniger in einem Ritt durchgelesen, weil es wirklich realistisch dargestellte Geschichte war, mit allen Schlussfolgerungen, die man auch für eine politische Moral daraus ziehen kann. Meine Schlussfolgerung war die, dass ich gesagt habe, ich möchte einmal im Leben diesen Weg, den Walter Benjamin gegangen ist, selbst gehen. Ich habe mit meiner Familie gesprochen und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Zwei Töchter, einer der Freunde, meine Frau und dann sind wir nach Porbu gefahren. Und ich hatte mir einen denkwürdigen Tag auch ausgesucht. Ich habe bei solchen Sachen immer mein Zelt dabei. Meine Töchter haben mich dann das erste Stück des Weges begleitet und ich bin nach einer Dreiviertelstunde fix und fertig gewesen, obwohl ich wirklich im Leben viel Sport getrieben habe und relativ gesund geblieben bin. Ich habe mein Zelt aufgeschlagen, eine Flasche Wein dabei gehabt, etwas Brot, etwas Käse und ganz alleine dann habe ich das gelesen, das Buch war dabei, denn Uschi hatte dieses Buch der Gemeinde Porbu gewidmet. Ja. Da ist ihre Unterschrift noch dabei gewesen, das haben wir dann übergeben. Ja, und ohne Licht, ohne alles habe ich das genossen, habe dann eben noch drin gelesen, mit Taschenlampe, die hatte ich natürlich dabei. Der Wein tat seine Wirkung, ich habe gut geschlafen. Am nächsten Tag sind wir rübergefahren dann zum französischen Teil und ich habe mit meinen beiden Töchtern den Weg gemacht. Ich sage Ihnen, ich habe mich selten im Leben so geschunden. Meine Gedanken waren nur bei Walter Benjamin, der in diesem Zustand krank und hoffnungslos dann diesen seinen letzten Weg gegangen ist. Ich werde das nie vergessen. Und das ist der Wert eines solchen Buches. Ich kann Ihnen wirklich dafür nur danken. Und das werde ich bis zum letzten Tag so einschätzen und dieses Buch immer weiterempfehlen. Ich bedanke mich. Ja, herzlichen Dank. Das war ja nochmal eine sehr eindrucksvolle Geschichte. Ich war auch schon zweimal in Porbu mit jeweils einer anderen Jugendgruppe. Ich habe auch einen Verein oder bin Vorsitzende von mehreren Vereinen, aber der eine Verein heißt Zivilcourage Vereint und wir waren auf den Spuren der Spanienkrieges und waren dort in diesem Denkmal auch, an dieser Gedenkstätte in Porbu. Vielleicht können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen und auch über vielleicht das eine oder andere, was auch in Deutschland über dieses Denkmal diskutiert wurde. Es wäre beinahe verhindert worden. Es lässt sich, glaube ich, als Clou des Buches am Ende noch sehen, dass im Auswärtigen Amt in den 70er Jahren war das, glaube ich, der Versuch gemacht worden, das zu torpedieren, dass die Bundesregierung mit Geld dabei ist, für diesen großen Walter Benjamin einen Erinnerungsort zu schaffen, der zudem mit deutscher Geschichte so verwoben ist wie sein Tod in Porbu. Als ihm klar war oder ihm glaubte klar zu sein, dass er am nächsten Tag der Gestapo ausgeliefert werden sollte und sich das Leben genommen hat. Und ich finde, im Nachhinein, nun ist er selbst verstorben, Hans-Dietrich Genscher, dass der nicht den Mut hatte, sich dagegen zu stellen, hätte ich es eher gewusst als durch die Recherche des Buches, dann hätte ich ihm nochmal auf die Pelle gerückt und hätte ihm wirklich mitgeteilt, wie verachtenswert ich das gefunden hatte. Also das habe ich unterlassen können, hatte andere Verdienste, ich lasse es mal beiseite. Von daher glaube ich, ja, es war notwendig, dass die deutsche Bundesregierung und hier vor allen Dingen die Länder Hessen und Baden-Württemberg, da, wo Walter Benjamin studiert hat,
beide Länder haben das Geld dann zur Verfügung gestellt, was gebraucht wurde, um diese wunderbare Erinnerungsstätte, die wirklich, wie ich finde, ja, eine, du warst da, als sie eingeweiht wurde, und von daher kann ich nur sagen, großartig. Wir haben immer die Gelegenheit haben, das mal zu betrachten und zu tun und wenigstens ein bisschen die Anstrengung zu unternehmen, von der Sie gesprochen haben. Die, das hat mich auch angestrengt. Ja, na klar. Ich bin ja auch den gleichen Weg gegangen, weil ich glaubte, dass, das, dass ich ihm das schuldig war. Nicht nur zu gucken, da war es und geh wieder, nein, sondern seinen Weg zu gehen und nachzuempfinden, was dieser Mann, der eine Herzentzündung hatte, als er diesen Weg gehen musste und große Schwierigkeiten hatte, der eine ganze Nacht allein auf dem Berg war, weil er sich sagte, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dass wir wollten auf Probe gehen, durch den Bürgermeister in Frankreich aufgerufen, geht da doch schon mal zur Probe, dann wisst ihr ungefähr, wenn ihr morgen früh bei Dunkelheit losgeht, dass ihr euch nicht verlauft. So. Okay, also sind sie, haben sie einen Probespaziergang gemacht und er wusste genau, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann schaffe ich das morgen auch nur noch bis hier wieder. Also bleibe ich hier. Und er hat diese Nacht allein auf dem Berg verbracht. Ich habe mir eine Vorstellung gemacht, was wohl in ihm vorgegangen ist, wie viel, wie der innere Film ausgesehen hat, der ihm durch den Kopf gegangen sein könnte in dieser Nacht. Es war für mich ein berührendes Kapitel, zu schreiben und darüber nachzudenken und ihm nahe zu sein und diesen Weg vorher gegangen zu sein und zu wissen, was es bedeutet. Vielen lieben Dank für Ihre Bemerkung. Ja, herzlichen Dank. Das, wie gesagt, wer das nochmal auch selber machen kann, ich glaube, das ist sehr eindrucksvoll. Aber wenn man dort ist, zumindest dieses Denkmal sich anzuschauen. Bevor ich mich bei Ihnen abschließend bedanke, weise ich darauf hin, dass wir draußen das Buch haben in Paperback und Sie sicher bereit sind, auch zu signieren, wenn jemand das kaufen möchte. Wir wissen ja, Anfang des Jahres ist das Portemonnaie noch schmal. Man hat ja von Weihnachten noch so ein bisschen einiges dann wieder aufzusparen. Ich darf noch mal an unsere nächste Veranstaltung, auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen. Ich habe das ja vorhin schon getan. Vera Friedländer wird aus ihrem Buch Ich war Zwangsarbeiterin bei Salamander lesen. Und das ist ein Tag nach ihrem 89. Geburtstag. Also da können wir mit ihr dann noch mal ein bisschen feiern. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Jetzt bekommen Sie von mir erstmal noch ein kleines, ich muss jetzt noch mal gucken, was haben wir denn hier? So. Ah ja, es ist eine Flasche Wein, ich kann jetzt aber... Er ist noch eingewickelt, also von daher überreiche ich Ihnen das ja mit meinem besten Vertrauen. Herzlichen Dank.